Puh, also auf Sicht von einigen wenigen Wochen ist es extrem schwierig, die Zinsentwicklung zu prognostizieren. Nichtsdestotrotz gehe ich davon aus, dass die Zinsen noch für lange Zeit auf niedrigem Niveau bleiben werden, allerdings in den nächsten Wochen durchaus das Potenzial haben, noch so ein kleines bisschen auch nach oben zu gehen. Ja, ich erwarte, dass wir im Jahr 2021 eine noch deutlicher anziehende Inflationsrate sehen werden im Laufe des Jahres, dass dieser Effekt aber temporär ist, wir also im Jahr 2022 eher wieder geringere Inflationsraten haben werden. Nichtsdestotrotz zahlt eine Inflation auch zusätzlich zu vielen, vielen anderen Argumenten auf weiter steigende Immobilienpreise ein. Und insofern gehe ich fest davon aus, dass wir sowohl im Jahr 2021 als auch im nächsten Jahr 2022 dann weiter steigende Immobilienpreise sehen werden in Deutschland. Aus meiner Sicht ist die finale Entscheidung noch nicht gefallen, dass das Kaufprogramm tatsächlich im nächsten Frühjahr ausläuft und nicht nochmal aufgestockt und auch verlängert wird. Selbst wenn das der Fall wäre, dass es auslaufen sollte, hat die EZB auf der anderen Seite auch noch andere Möglichkeiten, auch noch andere Kaufprogramme, mit denen sie die Zinsen weiter niedrig halten wird und damit für ein künstlich niedriges Zinsumfeld sorgen wird, weit über das Frühjahr 2022 hinaus.